Jenseits des Blaus. Fast jeder kann das Sternbild Orion erkennen, das neben dem großen Bären und dem Kreuz des Südens so ziemlich das bekannteste Sternbild am Himmel ist. Es ist heller als der große Bär, größer als das Kreuz und enthält zwei Sterne der ersten Größenklasse, Rigel und Betelgeuse. Betelgeuse ist sehr, sehr weit entfernt. Seine Entfernung beträgt etwa 430 Lichtjahre. Das mag zwar nicht genau sein, aber er ist definitiv nicht vor unserer Haustür. Aber es handelt sich um einen pulsierenden Überriesen mit einem Durchmesser, der mindestens 400 Mal so groß ist wie der Sonne, und einer Leuchtkraft, die der von 15,000 Sonnen entsprechen könnte. Betelgeuse ist hochentwickelt. Er ist fast ein stellarer Rentner. Er hat seine wichtigsten Kernbrennstoffe verbraucht, was bedeutet, dass eine Katastrophe bevorsteht. Wenn unsere derzeitigen Theorien richtig sind, wird er als Supernova explodieren und entweder als Neutronenstern oder, was wahrscheinlicher ist, als schwarzes Loch enden. Wie wird sich der Ausbruch der Supernova auf uns hier auf der Erde auswirken? Wird es irgendwelche Auswirkungen auf der Erde geben? Und was am wichtigsten ist, besteht eine Gefahr? Mitte der 2000er Jahre berichteten Wissenschaftler des Lawrence Berkeley National Laboratory, dass eine Supernova-Explosion vor 41,000 Jahren in einer Entfernung von 250 Lichtjahren dem Mammut den Garaus gemacht haben könnte. In Mammutstoßzähnen, die auf ein Alter von 34,000 Jahren datiert sind, wurden winzige Einschlagskrater gefunden, die offenbar von leicht radioaktiven, eisenhaltigen Körnern verursacht wurden, die sich mit einer Geschwindigkeit von 22 Millionen Stundenkilometern bewegten, eine Geschwindigkeit, die typisch für den Ausstoß einer Supernova ist. Auch 13,000 Jahre alte archäologische Stätten in Nordamerika weisen auf einen großen Einschlag hin. Dies könnte bedeuten, dass die Trümmer einer Supernova-Explosion das endgültige Aussterben des Mammuts und anderer großer Säugetiere verursacht haben könnten. Es besteht kein Zweifel daran, dass ein Supernova-Ausbruch im Umkreis von einigen Dutzend Lichtjahren von uns die unangenehmsten Folgen haben würde. Eine wirklich große Supernova kann so hell werden wie eine ganze Galaxie, und wenn einer unserer nahen Nachbarn wie Alpha Centauri beschlösse, sich auf diese Weise zu verhalten, könnten wir ihn sicherlich nicht ignorieren. Sie würde so hell wie der Mond werden, was nicht weiter schlimm wäre, aber sie würde uns mit allen Arten von Strahlung überfluten, was verheerend wäre. Seit dem 17. Jahrhundert hat es in unserer Galaxie keine Supernova mehr gegeben, aber 1987 explodierte eine in der großen Magellanschen Wolke, und die Ergebnisse waren selbst aus einer Entfernung von 169,000 Lichtjahren leicht zu erkennen. Bedeutet die Verdunkelung von Betelgeuse also, dass er bald explodieren wird? Da Betelgeuse so nah an unserem Planeten steht, wird er, wenn er explodiert und sich in eine Supernova verwandelt, hell genug sein, um wochenlang tagsüber sichtbar zu sein. Obwohl wir noch nicht wissen, ob Betelgeuse eine Bedrohung darstellt oder nicht, haben Wissenschaftler bereits einen Weg gefunden, um zu erkennen, wann ein Stern im Begriff ist, eine Supernova zu werden. Diese revolutionäre neue Entdeckung könnte dazu beitragen, ein Frühwarnsystem zu entwickeln, bevor eine dieser gewaltigen kosmischen Explosionen stattfindet. Simulierte Daten in der Studie zeigten, wie rote Überriesensterne in dem Jahr vor ihrer Supernova aussehen würden. Solche Sterne schwellen an, bevor sie zu einer Supernova werden, und werden immer schwächer. Die Simulationen ergaben, dass sich vor dieser Explosion ein Kokon aus zirkumstellarem Staub um den Stern bildet. Dies führt dazu, dass die Sterne in den letzten Monaten vor ihrem Tod im sichtbaren Licht etwa 100 Mal schwächer werden. Diese Schwächung könnte durch eine plötzliche Ansammlung von Material um den Stern herum verursacht werden, das sein Licht verdunkelt. Mit diesen Informationen können die Astronomen andere Teleskope auf das Ziel ausrichten, um die physikalischen Bedingungen in der Atmosphäre des Sterns zu untersuchen, während er sich auf den letzten Countdown zu seiner Selbstzerstörung vorbereitet. Im Jahr 2020 riss Betelgeuse plötzlich seine Hülle ab und stieß einen gigantischen Teil seiner Oberflächenmasse aus. Niemand auf der Welt hatte so etwas je gesehen. Ein Eindruck, den auch die NASA teilte. Sonneneruptionen sind zwar keine Seltenheit, aber diese Eruption war etwas viel Stärkeres. Unsere Sonne hat immer wieder Wutanfälle. Am 2.
Oktober 2022 hatte die Sonne eine starke Sonneneruption ausgesandt. Das Solar Dynamics Observatory der NASA hat ein Bild von diesem Ereignis aufgenommen. Diese Eruption wurde als X1-Eruption eingestuft. Es handelt sich um eine der stärksten Eruptionen, da wir uns auf das Sonnenmaximum zubewegen, eine Zeit, in der Sonneneruptionen am häufigsten und stärksten auftreten und bei einem Auftreffen auf die Erde katastrophale Folgen haben können. In der Nacht des 29. März dieses Jahres legte eine gewaltige Sonneneruption den Funkverkehr auf unserem Planeten lahm. Sonneneruptionen sind gewaltige Explosionen auf der Sonnenoberfläche, die intensive elektromagnetische Strahlung aussenden. Diese Sonneneruption war immens stark und wurde als X1.2 Flare klassifiziert, der stärksten X-Klasse, die auf die Erde traf, die oberste Schicht der Atmosphäre ionisierte und den Funkverkehr in Südostasien, Australien und Neuseeland für gut eine Stunde empfindlich störte. Die Eruption wurde von der größten und komplexesten Sonnenfleckengrippe ausgelöst, die derzeit im südwestlichen Teil der Sonnenscheibe von Weltraumwetterexperten beobachtet wird. Diese Sonneneruption der X-Klasse ist bereits die siebte in diesem Jahr. Nur damit Sie den Unterschied kennen, im Jahr 2022 gab es insgesamt nur 7 Sonneneruptionen der Klasse X. Dieses Jahr hat gerade erst begonnen und steht bereits kurz davor, die Zahl der Eruptionen des Jahres 2022 zu übertreffen. Das ist gewaltig. Die Eruption von Betelgeuse war jedoch eine viel gewaltigere Explosion. Dieser besondere Auswurf hatte die 400-milliardenfache Masse einer gewöhnlichen Sonneneruption unserer Sonne. Wissenschaftler haben erklärt, dass die ungewöhnlich große Menge an Auswurf bei Betelgeuse sicherlich ein Phänomen ist, das noch besser verstanden werden muss, bevor sie uns sichere Antworten geben und zu Schlussfolgerungen kommen können. Wir wissen zwar, dass rote Riesen ihren Brennstoff viel schneller verbrauchen als gelbe Zwerge wie unsere Sonne, aber interessant ist, dass der Stern auf mysteriöse Weise plötzlich schwächer geworden ist. Astronomen auf der ganzen Welt waren verblüfft, warum dieses Phänomen auftrat, aber niemand hatte zu diesem Zeitpunkt eine Erklärung. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir endgültige Antworten über Betelgeuse erhalten. Aber es scheint, dass Betelgeuse von allen Kandidaten, die bald zur Supernova werden könnten, am nächsten dran ist, und wenn er explodieren würde, könnten wir eine Menge von ihm lernen. Und nachdem der Ausbruch verklungen ist, würde sich das ganze Aussehen des Himmelsjägers Orion für immer verändern. Der Riese hätte seine Schulter verloren. Auch wenn die Supernova noch einige Zeit entfernt ist, müssen wir ein Auge darauf haben, ob diese Störungen eines Tages unsere zukünftigen Generationen betreffen könnten, wenn nicht uns, aber was weiß ich schon. Und was denken Sie? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen und vergessen Sie nicht, Orbit jenseits des Blaus.